Seid gegrüßt, Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Ghost of Tsushima. Hier ist euer Don. Willkommen zurück für eine weitere Nebenmission. Und zwar geht es hier um Geflüster im Wald. Und dann sehen wir mal, was dieser Herr zu sagen hat. Haltet euch fern, mein Herr. Die Geister rachlustiger Samurai suchen diesen Wald heim. Warum erzählt ihr solchen Unsinn? Es ist wahr. Dies war einst ein Ort der Zuflucht. Jetzt verschwindet jeder, der den Wald betritt, spurlos. Wir sind im Krieg. Leute verschwinden. Doch selbst die Mongolen fürchten diesen Ort. Wartet bis zum Einbruch der Nacht, mein Herr. Dann schleicht der Tod im Wald umher. Ab morgen werdet ihr nicht mehr von mörderischen Geistern schwafeln. Ich bete, dass ihr recht habt, mein Herr. Okay, suche im Wald nach Geistern. Okay, wo bist du? Hier lebt da jemand. Verlassen. So, Spiel, wohin muss ich? Enthauptet. Er wollte anscheinend vor jemandem flüchten.
Okay, das hat mich auch nicht weitergebracht. Der Hüter vernahm des Nachts seltsame Laute. Dann verschwand er. Ein Lagerfeuer. Jemand muss dort sein. Okay. Das ist nicht lange her. Der Mörder kann nicht weit sein. Da ist jemand langgelaufen. Das soll die Leute abschrecken. Interessant. Wenn wir so weitermachen, haben wir den Wald so lange wir wollen, Flo. Stimmt, sogar die Mongolen machen einen Bogen drumherum. Mit dieser Samurai-Klinge Köpfe abzusäbeln macht keinen Spaß. Aber wenn wir den Wald dann für uns haben. Okay. Das sind noch drei Stück, vier. Schlechter! Das
So, können wir hier gleich um dich. Es ist also wahr, ein Samurai-Geist. Buddha, beschütze mich. Der Wald ist sicher. Ich erzähle dem Mann am Wegesrand eine neue Geschichte. Okay, es musste so sein. Okay, der hat auch nichts für mich. Okay, nun gut, gehen wir zurück. Geschichte. Wie hat die Nacht überlebt? Ja, ehrlich gesagt, die Nacht ist noch gar noch nicht vorbei. Und ihr eine neue Geschichte zu erzählen. Mörderische Banditen nisteten sich einst im heiligen Wald ein. Doch die Samurai-Geister, die den Wald beschützten, wurden wütend. Der letzte Krieger des Sakai-Clans hörte ihr gepeinigtes Heulen. Er befreite den Wald von den Mördern. Und die Geister der gefallenen Samurai waren dankbar. Eine gute Geschichte. Als hätten die Samurai-Geister euch gerufen, um ihren Wald zu retten. Und das war es auch für Geflüster im Wald.